Und wenn wir unseren Emotionalkörper verschließen, dann sind wir ja nur wie Roboter. Aber das ist nicht das, was wir wirklich sind. Sie wollen einfach wirklich immer mehr ein schlechtes, negatives Bild von Christina zeigen. Und Christina sitzt hier und spricht über die Liebe. Wie abgeäfft ist diese Welt? Kriege ich einfach über. Mein Name ist Tobi. Willkommen auf diesem Kanal. Wir reagieren hier auf Menschen, die uns inspirieren, die uns weiterbringen können. Heute reagieren wir auf Christina von der Rhein, Lovestream 10. Mal sehen, was sie zu sagen hat. Wenn du magst, kommentiere das gerne das Video, abonniere den Kanal und so weiter. Dann können diese Aussagen weiter rausgehen und auch der Algorithmus, wenn du kommentierst, geht in die Höhe und so weiter. Ja, wenn du magst, mach doch das gerne. Und ich würde sagen, lasst uns reingehen. Und wir hatten ja vorhin im Auto darüber gesprochen, dass es eine Zeit ist, in der es ganz, ganz schwierig ist, manchmal inneren Abstand zu halten zu all dem, was im Außen gerade so geschieht. Aber das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Und Christina hat dann etwas sehr, sehr Weises gesagt. Es gibt nämlich verschiedene Arten, wie man innerlich Abstand halten kann. Möchtest du darüber etwas sagen? Das passt perfekt, weil ich merke in der letzten Zeit bei mir so eine gewisse Negativität, was ich natürlich nicht will, aber irgendwie sitzt es manchmal tief in mir drin. Ich versuche natürlich auch daran zu arbeiten und so weiter. Aber ich sehe da draußen auch viel Shit und viele Dinge, die ja nicht in die Liebe gehen und so weiter. Und da Abstand zu halten, ist manchmal schwierig, auch energetisch und deswegen perfekt. Lass uns sehen. Und damit beginnen? Ja, also wenn wir einen inneren Abstand zu etwas haben möchten, dann geht das ja mit unserem Bewusstsein. Es fängt ja eh alles bei unserem Bewusstsein an. Also das ist das Entscheidende, wie wir in unserem Bewusstsein sind. Und weil das beeinflusst ja, was wir tun und die Art und Weise, wie wir etwas tun. Und wenn wir aber nicht durch unser Bewusstsein einen inneren Abstand zu etwas haben können, dann müssen wir das anders machen, indem wir unseren Emotionalkörper verschließen. Aber das ist ja nicht die Lösung, weil wir Menschen, wir sind fühlende Wesen. Und wenn wir unseren Emotionalkörper verschließen, dann sind wir ja nur wie Roboter. Aber das ist nicht das, was wir wirklich sind. Ja, so viele Menschen, auch Menschen, die mir nahestehen, haben wirklich, und ich hatte das auch, habe ich vielleicht immer noch so wirklich eine Wand um das Herz irgendwie und schotten sich emotional voll ab und wollen nichts an sich heranlassen und auch wirklich in meinem engen Umkreis, die können nicht wirklich einfach Liebe rübergeben. Es ist so heftig und für mich ist das richtig, war das krass, weil Liebe ist doch eigentlich, was uns verbindet und so weiter. Dann sollten wir doch wirklich versuchen zu geben. Aber die Menschen haben wie irgendwie Angst, Liebe zu geben, weil sie vielleicht nichts zurückbekommen und sind so kalt geworden. Also wirklich, es ist, und das macht mich dann irgendwie auch traurig so. Also müssen wir unser Bewusstsein erhöhen. Und immer, wenn sich unser Bewusstsein verändert, dann ändert sich ja unsere Perspektive, wie wir Dinge wahrnehmen. Also unsere eigene Wahrheit verändert sich dann. Es gibt eine, also die eigentliche Wahrheit, da gibt es eine, aber wir mit unserem Bewusstsein, weil wir halt nur einen Ausschnitt sehen können, ja, sehen dann nur einen Ausschnitt und das heißt, dass wir
je nach Bewusstsein eine andere Wahrheit haben. Aber diese Wahrheit, die ist eigentlich nur eine Perspektive. Und je mehr wir all die Schichten wieder auflösen, die wir bekommen, wenn wir hier inkarnieren, oder die wir mitnehmen aus anderen Leben, wenn wir diese Schichten auflösen, dann kommen wir immer mehr zu dem, was wir ja wirklich sind. Also zu unserem Kern, weil wir Menschen, wir basieren ja auf Liebe. Bei den einen, da merkt man das nicht mehr so, aber wir basieren von Natur her auf Liebe. Und nochmal zurück zu der Liebe. Wirklich, ich hatte auch eine Zeit lang, eigentlich fast mein ganzes Leben, würde ich sagen, wo ich auch die Liebe, so ab 14 Jahre oder so, konnte ich auch keine Liebe mehr zeigen irgendwo. Ich war auch ein Kalter und mein Herz war so krass verschlossen. Und jetzt, ja, sie sagte immer wieder mit dem Auflösen und so weiter. Und wie löst man das auf? Also bei mir war die Ernährung und auch emotionale Arbeit, Traumaarbeit und so und auch der Emotionscode habe ich auch viel gemacht und ich konnte so viel rausnehmen und konnte so viel mich öffnen und jetzt ist es so, dass es aber halt manchmal schwer ist, weil, okay, du hast dich geöffnet, aber die meisten anderen sind immer noch so voll eine Wand um das Herz und so und das kann manchmal richtig, wirklich eigentlich mich traurig machen, dass die Liebe nicht von jemandem zu mir rüberkommen kann, weil es einfach nicht geht von ihm aus so. Und das kann auch irgendwie verletzend sein. Und wenn wir diese Liebe nicht mehr so fühlen können, wenn wir das Gefühl haben, dass wir gefühlsmäßig keinen Zugang mehr dazu haben, dann hat das nicht damit zu tun, dass wir diese Liebe nicht mehr sind, sondern einfach, weil wir so viele Schichten haben, dass wir halt diese Liebe nicht mehr so fühlen können. Aber das, was wir wirklich sind, das sind wir immer. Das geht nicht weg und dann ist es nicht mehr da. Das ist ja wie mit dem Bewusstsein. Wir sind es ja, wir müssen es nicht werden. Wir sind ja das so. Also wir sind das immer. Es kommt nur darauf an, ob wir das fühlen können oder ob wir das, also ob, oder ob das eben nicht geht. Und wenn wir Schichten haben, dann sind das ja eigentlich nur Vorstellungen und Glaubenssätze, von denen wir denken, dass sie die Wahrheit sind und mit denen wir uns dann mehr identifizieren. Und das sorgt dann dafür, dass wir glauben, wir sind das. Und dadurch geht halt dann diese Verbindung zu dem, was wir wirklich sind, die wird dann weniger deutlich. Aber diese Liebe, die wir sind, die sind wir immer. Sie wird einfach überdeckt mit Schrott, was wir lernen in der Schule, mit Negativität in den Nachrichten. Es ist ja herausgekommen, dass positive Nachrichten sich viel schlechter verkaufen als negative, wieso auch immer. Und dann haben sie angefangen, nur noch Negativität zu zeigen und so weiter. Und jetzt sind wir so in dieser Negativität. Wir sehen die Liebe gar nicht mehr, wenn du Krieg siehst und
weißt du, was auch nicht, Erdbeben und so weiter. Wir sehen ja nur noch Leiden überall, Tsunamis und so weiter, die vielleicht gar nicht unbedingt immer natürlich sind. Also ich bin auch jetzt da ein bisschen mehr reingegangen, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen auch negativer jetzt, weil einfach man Sachen sieht, die so gegen die Liebe gehen und vielleicht trifft mich das. Also ich sollte vielleicht nicht solche Videos schauen, aber es zeugelt mich manchmal, diese Videos zu schauen, weil ich Bescheid wissen will. Aber es macht auch etwas mit einem, auch die Wahrheit zu sehen, die Wahrheit. Auch das mit dem ganzen Kinderhandel und so weiter. Willst du wegschauen oder willst du hinschauen? Wenn du hinschaust, dann wirst du... Das ist so krass, also mich inspiriert das zu krass. Ich werde dann richtig negativ und denke, fuck the world und so. Und wenn man es aber nicht anschaut, geht es dann völlig besser, aber man schaut wie weg und es ist ein schwieriges Thema. Was willst du wirklich wissen überhaupt? So? Es ist einfacher, in der Liebe zu bleiben, wenn du einfach in der Natur bist, Blumen anschaust, den Bienen zuschaust, zu meditierst und so weiter, was auch wundervoll ist, mache ich natürlich auch, aber man muss irgendwo durch auch ein bisschen Bescheid wissen. So sagt der Christian auch, wir können nicht einfach naiv sein und wir müssen schon Bescheid wissen, aber es ist da wirklich eine, für mich eine sehr Grauzone. Und Liebe ist ja das, was schlussendlich auch alles heilt, also auch unsere Welt. All die Dinge, die wir haben, die wir hier auf der Erde haben, die seltsam sind, die haben wir ja nur, weil wir einen Liebesmangel haben. Und dieser Liebesmangel, der ist hier, weil halt viele Menschen die Liebe auch gar nicht mehr fühlen können. Und dann können sie auch nicht so handeln. Und dann, ja, dann kommt das so raus, wie man das teilweise bei uns auf der Welt sieht. Und weißt du, Christina wird ja jetzt momentan richtig runtergemacht. Sie wird auch zensiert. Und sie wollen einfach wirklich immer mehr ein schlechtes, negatives Bild von Christina zeigen. Und Christina sitzt hier und spricht über die Liebe. So wie, ich will das Wort sagen, wie abgeäfft ist diese Welt, Mann? Sorry, da kriege ich über. Kriege ich einfach über. Und wenn die Menschen wieder anfangen, sich mit ihrer Liebe zu verbinden, dann ändert sich ja das. Weil wenn wir etwas fühlen, dann fangen wir ja viel automatischer an, danach zu handeln. Wir können auch danach handeln, wenn das nur eine Theorie in unserem Kopf ist, also wenn wir das nicht fühlen können. Aber dann ist das viel komplizierter. Aber wenn wir was fühlen, dann tun wir das einfach. Und darum ist das Entscheidende unser Bewusstsein. Weil das entscheidet, was für eine Perspektive wir auf die Dinge haben, was wir tun und wie wir etwas tun. Und wenn wir unser Bewusstsein verändern, dann verändert sich auch unsere Schwingung. Weil unser Bewusstsein und unsere Schwingung, die hängen ja zusammen. Wenn wir unsere Schwingung erhöhen, dann merken wir das daran, dass es uns besser geht. Dass wir uns wohlfühlen. Dass wir wieder Hoffnung und Zuversicht haben. Und das sind ja Dinge, die brauchen wir ja auch
jetzt gerade. Es gibt ja viele Menschen hier auf der Erde, die sind gerade gefangen in ihrer Angst. Also die können einfach vom Bewusstsein, was sie gerade haben, können sie nicht aus der Angst raus. Aber wir können ja wieder aus der Angst raus, weil wir wissen in unserem Tagesbewusstsein, dass es eine Möglichkeit dazu gibt. Und viele Menschen, die wissen das nicht. Und wir haben ein Konzert. Ja, und oder sie können sich das einfach nicht vorstellen. Also jedenfalls gibt es viele, die können das einfach gerade nicht. Aber die Menschen, die schon aufgewachter sind, die können wieder aus der Angst raus. Und darin liegt ja auch unsere Verantwortung. Ja, also bei mir ist das wirklich so, dass ich das alles auch gar nicht mehr ernst nehmen kann. So. Ich kann das alles nicht mehr ernst nehmen, was in der Zeit, also ich lese das und höre das mir gar nicht mehr an. Ich bin wie aus, ich lebe wie in, wahrscheinlich auch in meiner eigenen Realität so. Also wirklich, ich lebe so in meiner eigenen Realität, natürlich macht das jeder, auch durch diese spirituellen Sachen und so, dass es für mich so wie logisch ist, dass wir gebrainwashed werden und so weiter. Und dann schaue ich mal nach draußen oder gehe nach draußen und merke einfach so, wie die Leute immer noch da drin sind. Und ich denke mir immer, es sind doch jetzt sicher alle, weil ich ja aus, wie auch rausgehe, dass jetzt auch alle anderen wie rausgehe. Das ist für mich so wie normal. Und dann sehe ich einfach so, what? So, wir sind immer noch voll gebrainwashed und so weiter. Und das macht mal irgendwie krass, dann wieder so, das mal sich vor Augen zu führen. Und das macht mich dann manchmal sogar auch wieder wütend und da muss ich auch aufpassen, dass ich nach diese Leute nicht verurteile und so weiter und mich als besser hinstelle oder so. Das ist tricky. Weil wenn wir aus der Angst rausgehen und wieder Zuversicht haben, wenn wir schöne Dinge in die Welt setzen, wenn wir anderen helfen, Menschen und Tieren, dann verbreiten wir ja Licht. Und wir sind ja auch hier, um das Licht zu halten. Unabhängig davon, was für physische Dinge auf der Welt passieren. Natürlich ist es einfacher, wenn alles gut ist und alles friedlich. Und das haben wir ja jetzt gerade aber nicht. Und umso wichtiger ist es, dass wir trotzdem das Licht halten. Und das geht auch einfacher, wenn wir wissen, dass wir nicht alleine sind. Es gibt überall auf der Welt Menschen, die aufwachen, die das Licht halten und die hier inkarniert sind, damit mehr Bewusstsein auf die Erde kommt. Ich segne euch alle. Weil bei unserem Bewusstsein, da fängt ja alles an. Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut, weil sonst wird es zu lange. Ja, es ist einfach, dass wir von uns, unserem Bewusstsein herausgehen, dass Liebe ist und das sowieso sind, egal was draußen passiert, dass wir uns nicht abhängig machen, was draußen passiert, weil sonst sind wir immer am Reagieren, so wie ich das auch mache, fällt mir das gleich wieder auf, sonst, dass wir einfach, wir sind Liebe, wir sind Licht und so weiter und sollten das aussenden, egal was draußen passiert und sogar wenn draußen Dunkles passiert, sollten wir das noch mehr versuchen auszusenden. Genau, es ist, bei mir ist es immer das gleiche Thema, wirklich. Ich mache jetzt seit, weiß auch nicht, 5 Monaten diese Videos
Und ich sehe, dass ich immer noch genau in diesem Ding drin bin von dieser Wut und der Negativität und das Licht und die Liebe und so weiter. Wir arbeiten dran. Ich danke, dass du zugesehen hast und wir sehen uns das nächste Mal.